Hi, der Herbst kommt und damit die Bratenzeit. Schaut mal her. Das hier ist ein saftiger Winzerbraten mit knusprigen Bratkartoffeln und Sauerkraut. Und wie man das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. Hier seht ihr die Zutaten, die ich für den Winzerbraten mit dem Sauerkraut und den Bratkartoffeln brauchen werde. Los geht es natürlich mit dem Fleisch. Das hier ist ein Winzerbraten. Habe ich euch letztes Jahr schon mal ein Video mit gezeigt. Hat mich komplett begeistert. Das ist ein Schweinenacken, der mit Wein injiziert wurde und Gewürzen und so weiter und so fort. Gibt es bei Your Beef. Link zum Fleisch findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Das ist ein absolut sensationeller Schweinenackenbraten. Das kann man nicht anders sagen. Und den kombinieren wir heute mit den Sachen, die zu einem Weinwinzer dazugehören. Sprich, also wir haben hier Weinsauerkraut. Da kommt noch ein bisschen Weißwein mit dazu. Und natürlich darf Bratkartoffeln auf gar keinen Fall fehlen. Deswegen habe ich gestern schon Kartoffeln vorgekocht. Die werden wir später in etwas Butterschmalz anbraten. Bisschen Pfeffer und Salz benötigen wir noch und das sind alle Zutaten, die wir benötigen. Den Grill heize ich jetzt schon mal auf 180 Grad vor und dann würde ich mal sagen, wir legen los. So, wir starten mit den Vorbereitungen. Ich habe hier mein Weinsauerkraut, das ist 1 Kilogramm und daran gebe ich jetzt ein gutes Glas Weißwein. Das wirkt im ersten Moment viel, aber glaubt mir, diese Schale kommt ja gleich für die komplette Zeit mit in den Grill. Da wird also einiges verdampfen und von dann eben das Fett von dem Braten oben auf das Sauerkraut tropfen. Das wird geschmacklich ein Träumchen. Das ist vorbereitet, stelle ich gerade beiseite. Die Kartoffeln und das Butterschmalz können auch erstmal beiseite, denn wir machen natürlich erstmal den Braten auf den Grill. Die Bratkartoffeln machen wir später. So, wenn wir den Wein jetzt hier drin haben, reicht das noch nicht. Wir geben jetzt auch noch den Saft aus diesem Beutel hier mit an das Sauerkraut. Das Ganze kommt ja gleich mit auf den Grill für 1,5–2 Stunden. Und da wird natürlich einiges an Flüssigkeit verdampfen. Und dementsprechend packen wir da jetzt ein bisschen was mit dran. Das gibt alles Geschmack. Hier ist also dann der Winzerbraten. Und wie gesagt, die Flüssigkeit aus dem Beutel. An das Sauerkraut geben wir jetzt noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Wunderbar. Und damit ist es fertig vorbereitet, kann jetzt beiseite und wir schauen uns den Braten an. So, da ist also der Winzerbraten. Ein ganzer Schweinenacken, der wurde in Masala-Wein eingelegt, da kamen noch Gewürze mit dazu. Und jetzt geben wir trotzdem noch ein bisschen Salz und Pfeffer mit dran. Rückseite würzen wir natürlich auch. So, perfekt. Damit ist der Winzerbraten fertig vorbereitet. Die Temperaturkontrolle übernimmt wie immer meine Mieternadel. Die Kerntemperatur, die wir anstreben, sind 77 Grad. Wir nehmen also einfach die Nadel, stecken sie hier an der Seite ins Fleisch hinein. Und ja, das war alles. Der Braten kann auf den Grill und da geht es jetzt weiter. Mein Phantom habe ich mir schön für indirekte Hitze vorbereitet. Jetzt habe ich hier die Schale mit dem Sauerkraut und dem Wein. Und jetzt brauchen wir aus dem schwedischen Möbelhaus, wie immer, dieses Gitter. Das setzen wir hier drauf. Schnappen uns den Winzerbraten, setzen ihn über die Schale. Hier vorne ist der Mieter, dem verraten wir jetzt gleich noch, wo wir hinwollen. Und das ist das Setup, was wir jetzt erstmal brauchen. Wie gesagt, die Kartoffeln, da kümmern wir uns später drum. Jetzt machen wir erstmal den Deckel zu. 180 Grad im Grill. Das Ganze wird gute 2 Stunden brauchen, also Deckel zu und Abfahrt. So, 9 Grad sind es im Kern, außen 72 Grad und steigend. Wir verraten dem Mieter, was wir vorhaben. Wir machen Schweinefleisch, wir machen definitiv einen Braten. Es ist ein Stück Kamm, sprich also Nacken. 93 Grad steckt davor, das wäre die Temperatur für Pulled Pork. Die wollen wir natürlich nicht. Also gehen wir runter, sagen, wir möchten gerne 77 am Ende haben. Drücken auf Beginnen und ab geht die wilde Fahrt. Temperatur geht jetzt nach oben und Garzeit wird geschätzt. Wir sehen uns gleich wieder. So, 1:16 sind rum. Im Kern haben wir 43 Grad, wie ihr sehen könnt. Wir machen den Deckel mal auf und schauen mal rein. Und so sieht das Ganze aus. Unten drunter das Sauerkraut ist gemütlich am vor sich hinköcheln. Und 1:02 sagt er, haben wir jetzt noch. Also machen wir den Deckel schnell wieder zu, lassen den Braten weiterlaufen und kümmern uns jetzt um die Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln werde ich in meiner gusseisernen Pfanne machen. Dafür starte ich jetzt erstmal die Sizzle Zone.
Wir lassen die Pfanne auf Temperatur kommen und geben schon mal etwas Butterschmalz in die Pfanne. Und dann kümmere ich mich um die Kartoffeln. Die habe ich, wie gesagt, gestern vorgekocht. Das sind festkochende Kartoffeln, die ich jetzt in kleine Stücke schneide. Nicht einfach in Scheiben, sondern in eine Art Würfel. Nicht zu groß. Wir wollen die, dass sie später so richtig schön rösch werden. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber zumindest mal, dass das, wenn man die durch die Pfanne schiebt, dass sie sich so ein klein wenig hohl anhören. Ich werde die Bratkartoffeln auf zwei Etappen machen. Das ist die erste Runde, das wird die zweite Runde. Wir wollen die Pfanne nicht überladen, sondern wir wollen richtig schöne, knusprige Bratkartoffeln haben. Und wenn die erste Rutsche fertig ist, kann ich sie in einer Schale auf dem Grill zwischenparken, dass sie schön warm bleiben und dann einfach weitermachen. So, wie ihr sehen könnt, die Pfanne ist heiß. In dem Moment, wo es eine leichte Rauchentwicklung gibt, können wir dann die Kartoffeln in die Pfanne tun. So, schaut euch diese Bratkartoffeln an. Die sehen großartig aus. Und das ist jetzt auch der Moment, wo ich sie umfüllen möchte, damit wir die zweite Charge in der Pfanne machen können. Ich fülle die mal eben um. So, auch die zweite Runde Bratkartoffeln sieht hervorragend aus. Jetzt machen wir zum einen die Sizzle Zone aus, denn die brauchen wir im Moment nicht mehr. Die Hitze ist ja in der Gusspfanne noch drin. Dann kommt hier auch noch ein bisschen Pfeffer und Salz mit dran. Und dadurch, dass ja die Masse der Kartoffeln jetzt durch das Braten doch noch ein klein bisschen weniger geworden ist, haben wir jetzt eigentlich genug Platz, dass wir die anderen Bratkartoffeln noch mit dazugeben können. Dann haben wir das alles hier in der Pfanne drin. Wo wir die da rausklackern, ey. Richtig geil. So, und wie gesagt, die Pfanne ist noch heiß. Unser Braten laut Mieternadel braucht noch 43 Minuten. Die soll er bekommen. Wichtig ist, Bratkartoffeln haben wir schon mal vorbereitet, können wir dann nachher noch mal kurz heiß machen. Das wird super. So, 2 Stunden 49 sind rum, 74 Grad im Kern. So schaut das Ganze jetzt aus. 20 Minuten soll er ruhen. Ich nehme ihn jetzt von der Hitze runter, weil er soll ja nicht auf dem Grill ruhen. Beziehungsweise ich mache es einfach so. Ich mache den Grill aus und werde das Fleisch so ruhen lassen. Und lasse einfach jetzt den Grill gerade offen. Aber er sieht fantastisch aus. Und Leute, der Duft ist grandios. In der Zeit, wo der jetzt noch ruht, werde ich dann die Bratkartoffeln nochmal heiß machen, nochmal aufknuspern. Jetzt kommt die schlimmste Zeit des Ganzen. Es ist fertig, aber es muss noch ruhen. Also bis gleich. So, die lange Zeit des Wartens ist vorbei. Mieternadel können wir rausziehen. Kerntemperatur jetzt, wie gesagt, 77 Grad. Genau da, wo wir hin wollten. Ich nehme den Braten gerade mal von dem Rost runter, dass er hier ein bisschen weniger Platz wegnimmt. So. Schaut großartig aus. So, jetzt richten wir das Ganze mal an. Dann ist jetzt Zeit, den Winzerbraten anzuschneiden. Schneiden wir mal eine schöne Tranche runter. Wir schneiden mal hier in der Mitte ein Stück an. Huh, heiß ist er. Heiß ist er. Und das, obwohl er jetzt wirklich 20 Minuten geruht hat, schaut euch das mal an. Ein Inbegriff von Saftigkeit, das ist ja schon unverschämt. Boah, das sieht großartig aus und der Duft, Leute, ist ein Kracher. Schneiden mal eine Tranche runter. Der hat mich ja beim ersten Mal, wo ich ihn letztes Jahr probiert habe, zum ersten Mal schon so komplett weggehauen. Und ich und meine Gäste freuen uns auf diesen fantastischen Braten. Der kommt jetzt hier drauf. Und dann geht's ab nach drin. So, hier haben wir einen Löffel mit dem Winzerbraten, Sauerkraut und Kartoffel. Ich nehme das Fleisch mal eins aber extra und wir beißen mal rein. Ihr habt wirklich diese schöne Weinnote an dem Fleisch mit dran. Also wie gesagt, das hatte mich letztes Jahr schon komplett weggehauen. Ein richtig, richtig geiler Braten, saftig, zart, so wie es sein soll. Jetzt die Kombination dazu mit dem Weinsauerkraut und den Bratkartoffeln. Die Kartoffel wirklich richtig schön knackig, das Fleisch noch. Ein absolut traumhaftes Gericht, wo es wirklich keinerlei Grund gibt, irgendeine Soße mit dazu zu nehmen. Das Fleisch ist super saftig. Ihr habt den Sauerkraut, ihr habt die knusprigen Kartoffeln. Das Ganze ist eine super Kombination, die ihr auf jeden Fall mal nachmachen solltet. Den Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Winzerbraten, ein echtes Träumchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und vor allem den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein,
Hier unten könnt ihr das gerne auf kostenfreie Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat von diesem Braten eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne bei Barbecue aus Rheinhessen auf Instagram vorbei. Da seid ihr einfach näher dran, seht immer kleine Videos vom Dreh, wenn ich irgendwas mache. Schaut also gerne da mal vorbei. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.